Das zweite von vier. Hey, das läuft diesmal gut. Temascalteki, Geheimnis 2 von 4. Mein Junge erfand ein Fischernetz, geknüpft aus Bünden leitenden Metalls. Oh. Ich sah, wie er es im unterirdischen Fluss auswarf. Der Strom, der das Netz durchfloss, gähnte die Fische zu Tode. Nein, lähmte die Fische. Genug, um Hunderte zu nähren. Meine Tochter legte Nährstoffe in den Schutt. Meine Tochter legte Nährstoffe in den Schutt? Welchen Sinn hat das denn? Am nächsten Tag überragten Bäume unsere Hütte. Oh, okay. Am Altepetl werden wir die Früchte eintauschen. Altepetl ist vielleicht sowas wie ein Marktplatz oder so? Ich weiß es nicht. Okay. Das sind sehr potente Nährstoffe. Und mit potente Nährstoffe meine ich jetzt nicht die vom Menschen. If you know what I mean. Yay, es passt. So. Gibt's. Hey! Was machst du denn, Ball? Lass mich doch erstmal umgucken. So, jetzt kannst du alleine weitermachen. Der hat mich noch. Hey! Gib mir meinen Ball wieder. Spielerschalter. What? Den darf ich jetzt nicht mehr anpacken. Bist du fies? Jetzt lässt das wieder los. Grünes Wasser. Zum Glück ist das nicht. Ah, giftig. Kacke. Was mache ich denn jetzt gegen die? Ach so, ihr könnt nicht schwimmen, ne? Ja, doof gelaufen. Kann ich mich euch dann mal anschauen? Wow, 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 wow. Okay, das wollte ich gar nicht. Sehr interessant. Wie komme ich denn an denen jetzt vorbei? Hätte ich das wahrscheinlich schneller machen sollen, ne? Ah. Verdammt! Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich war wahrscheinlich etwas zu langsam. Naja, das Heil in der Flucht suchen. Ich komme nicht durch. Ah, ich sterbe. Haha! Eventuell schaffe ich es jetzt. Nicht! Verdammt. Wie komme ich denn an denen dann vorbei? Ha! Ihr seid ja lustig. Hinweis. Springen Sie ins Wasser, laufen Sie. Meiden Sie die Mumien. Ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Naja, dann muss ich das halt so versuchen. Dann sind wir halt das erste Mal gestorben. Meine Güte, wir müssen die irgendwie ins Wasser locken. Nur wie mache ich das? Das war gut. Auch wenn ich dafür leben lasse. Traurig. Naja. Zumindest mögen diese Zombies. Oh fuck! Nein, nicht schon wieder sterben! Nicht schon wieder! Nein! Hallo Mumie! Fuck! Das ist scheiße! Wahrscheinlich hätte ich den Knopf nicht drücken sollen.
Damit habe ich mir das jetzt wahrscheinlich so verbaut. Verdammt. Ich glaube, ich kann das Level gleich nochmal neu machen. Ah, ja. Ach so, da kommen unendlich viele Mumien. Ihr kranken Säue. Oh, meine Fresse. Wieso hat mich das jetzt sogar getroffen? Das ist nicht fair. Ich brauche einen Checkpoint. Wie gesagt, das habe ich in den vorherigen Parts schon einmal erwähnt. Achso, hier muss ich ganz schlagen. Wo ist denn der Typ denn hingegangen? Naja, das habe ich vorher ja schon mal erwähnt, dass es irgendwann auch Orte geben wird, an denen wir ohne den Ball weitergehen müssen. Und das ist hier ja gerade der Fall gewesen und das kann ziemlich scheiße sein. Besonders wenn man sich das so verbaut hat wie ich gerade. So. Egal, jetzt sind wir hier wieder. Ein Affe! Wir machen nicht die Türen auf. Nein, machen wir nicht. So. Der Ball bringt sich schon schön selbst in Position. Durch. Interessanterweise fängt der Ball an zu leuchten, wenn da sowas zerstörbar gemacht werden kann. Kaputt gemacht werden kann. Zerstörbar gemacht. Das ist ja schon zerstörbar. Das geht ja nicht. Das wäre doppelt gemoppelt. So. Erstmal umgucken. Wieder solche grüne Soße. Ich glaube, dass diese Zombies keine Azteken sind. Ich habe das Gefühl, das ist so eine komische Alien-Rasse. So, und wie kommen wir hier jetzt weiter? Das gilt es zu lösen. Erstmal hier hoch. Wie kriege ich das denn hin? Ich soll nach dort oben. Ja, dann... Was auch immer wir da gerade machen, es sieht sehr komisch. Ah! Verstehe. Doch, dann müssen wir den einen erstmal in Position bringen. Dort bleibst du erstmal. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und ziehen. Was nicht sehr erfolgreich war. Dann müssen wir das nochmal versuchen. Diesmal von der anderen Seite. Weil das ist ja viel effektiver. So. Ach Mann, ich mach das zu heftig. Verdammt nochmal. Zack. Nehmen wir dich hier rum. Blub, 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 blub. All my hate. Verdammt nochmal. Ich glaube, ihr habt das gerade auch gehört, wie der multiple gestöhnt hat. Das hörte sich recht komisch an. Sprung, Sprung. Jetzt alles. Ich bin ein Held. Oh! Wieso springe ich da jetzt? Ah! Ich bin ein Held. Ein Held wie niemand anderes zuvor. Geh da hoch. Na komm schon. Ach scheiße. Ah. Versuch Nummer 5. Oder so. Aber diesmal wird's klappen. Diesmal wird's klappen.
Ich mache wieder einen Fehler. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Und Face. Bam. Mit dem Gesicht dagegen. Hey! Das erinnert mich ganz stark an etwas. Ich werde... So, ich zeig das hier jetzt mal. Rechts oben im Bild, seht ihr das? Und links oben werde ich jetzt ein anderes Bild kurz einblenden. Das ist ziemlich ähnlich zu dem zu der Bühnenshow von der Climax. Das ist ein Event für harte elektronische Musik. So, und wo ist denn da jetzt was aufgegangen? Ach so, hier? Hoch? Was? Okay, Ball, komm mal her. Ja. Wirst du wohl. Was kann ich jetzt machen? Da fehlt noch etwas, aber ich weiß nicht was. Schauen wir uns halt mal um. Also, der Ball muss dort fixiert werden. Hier können wir nicht durch. Aber wie kriege ich den Ball nach dort oben? Bevor ich den Hinweis aktiviere, will ich selber noch ein bisschen rumschauen. Vielleicht hat sich hier ja irgendetwas geöffnet. Aber wahrscheinlich nicht. Genau, hier sind wir ja von oben runtergefallen. Gut, also es muss bereits etwas in dem Raum sein. Also der Schalter ist oben. Raffiniert. Sehr raffiniert. Ausrichten. Das ist cool, wenn man so ein Spiel hat. Deshalb gefällt mir Portal auch so gut, dass man... Ich meine, ich habe es noch nicht LP'd oder so, aber ich habe beide Spiele durchgespielt. Und die Rätsel, die da gemacht werden, sind... Wow. Einfach cool. Dass man manchmal anders denken muss. Halt wie bei Portal der typische Spruch, now you're thinking with portals. Bam, alles kaputt gemacht. Und rüber mit dir. Ups. Metall schwimmt nicht gut. Oh mein Gott, geht das da nach unten? Ich hoffe, wir haben genug Luft. Haben wir anscheinend. Hoffe ich mal. Ja, haben wir. Und spätestens diese Gebilde sind Teil der westlichen Welt. Oder der modernen Kultur. Ist das hier noch Wasser oder... Was ist das? Und ich höre komische, wabbelnde Geräusche. Schauen wir uns erstmal wieder um. Hier fließt viel Wasser. Hier gibt es einen Ball. Schalter. Und dort einen Mannequin-Schalter. Und irgendwas klackert. Was haben wir hier unten? Da unten geht das dann auf. Ein Abfluss haben die. Ein bisschen Logik muss ja dabei sein, wenn die hier Wasserfälle haben. Oder wenn das Wasser in einen Raum hineinströmt. Und wenn der Raum nicht voll von Wasser sein soll. Na, komm schon.
muss man das eben so machen und den zu sich ziehen.